So, dann kann man schon 9 Runde live. Ja, also es ist praktisch für mich eine neue Aufnahmesession, beziehungsweise aktuell ohne Stream, ohne Tom, und deswegen sind wir jetzt ganz einsam und alleine und gut. Seid schon mal ganz kurz, ich habe mich ein bisschen gesaugt, in Anführungsstrichen ein bisschen, ein paar Stunden, habe niemand noch meinen Waggi offen hier gehabt. Und deswegen habe ich immer ein bisschen die Partner-Level hochgelevelt. Jetzt müssen wir auch gleich mal schauen, dass wir hier nicht mehr drauf gehen, weil die sind nur noch aktuell 11 Level über uns. Habe leider Level down gemacht, weil wir in Dungeon waren. Genau, da war das sogar dabei und ja. Bin gerade nur etwas heißer aus irgendwelchen ungleichen Gründen. Also, ich meine, gut. Ob man mit Zocken mal vielleicht ein bisschen rumschreit oder so, keine Ahnung, schon möglich, aber nicht so direkt eigentlich. Na gut. Wir haben auch noch einen Restreset besorgt. Oder? Restra, genau. Welches wir gleich anlegen können in praktisch 20%. Seinheit in 20%. und ja, schau mal. Also ist jetzt nicht so strong. Also das ist, naja, so ein okay Set. Ich meine, die Gauns sind sehr gut. 23% Crit-Rate. Der Helm Crab, Suit Crab und die Boots sind auch nochmal ganz okay. Mit 21% Crit-Schaden. Ja, wie gesagt, schauen wir einfach mal, dass wir das irgendwie hier so halbwegs auf die Reihe kriegen und schauen wir einfach mal. Also ansonsten, ich habe gerade einen Ringmaster, der ist aktuell 3 Level über mir. Ist es natürlich ein bisschen suboptimal. Und deswegen, naja, kriegen wahrscheinlich gerade generell ein bisschen weniger XP, als wir es vielleicht sonst kriegen würden, denke ich mal. Aber ich sage mal so, es geht trotzdem echt verdammt schnell und ja, übrigens unsere Party, ich habe die vorher mal mit einem anderen, mit meinem Zweitschar aufgezogen, beziehungsweise ich will den eventuell sogar als Mainschar weiterspielen, beziehungsweise hochziehen. Und zwar eine Knight. Das Ganze mache ich jetzt ohne Let's Play. Ich werde vielleicht mal irgendwie eine Folge oder so davon rausballern oder so, wenn ich mal level oder je nachdem, irgendwie sowas in der Art, aber habe ich da zumindest nichts Großartiges geplant, also das nicht. Wir werden dann auch gleich die ganzen Waffen alle verkaufen. Müssen wir schauen, dass wir A Platz kriegen und B den Crap, den wir nicht mehr brauchen, irgendwie raushauen. 15%. Gut, die kann man noch behalten. Die braucht kein Schwein. Meinen Cruiser-Set zu droppen ist natürlich tausendmal einfacher als jetzt einen Restra-Set mit guter Awake dann, weil man droppt Cruiser halt einfach irgendwie 20 mal so oft oder so. Von dem her, ja. Werfen wir jetzt natürlich da schon auch ein paar Sachen weg, also das ist dann ganz klar. Vor allem, ich freue mich jetzt auch aufs Restreset, weil es einfach ein bisschen mehr Death-Rate hat und wir damit halt einfach um einiges mehr oder um einiges weniger Schaden kriegen. Ja, generell, also. So, wie gesagt, wieder reicht das gerade leider nicht, oder Platz reicht gerade leider nicht, dass wir jetzt hier alles aufheben. Wobei, warte mal, wir könnten ja aufheben, können wir trotzdem, wir hauen es einfach dann weg. Hätte auch mal irgendwie Food oder so, aber irgendwie, da ist Food. Food aus 1000 und einer, keine Ahnung, aus 1001 Drops. So, machen wir mal jetzt ein Bullshit hier weg. Das haben wir uns irgendwie weg. Rowdy Boots, 14 CD, naja, mal schauen, ob wir die irgendwie verkauft kriegen. Oh oh. Oh oh. Holy shit. So, dann sind wir gleich Level 90. Yay. So, genau, Level 90 waren wir schon mal, deswegen hier aktuell keine Statpunkte. Jo, dann haben wir rein. Das gute Zeug. Ja, 30 Attack jetzt mehr aktuell. Wahrscheinlich wegen einem STR, was wir mehr haben. Ansonsten gleich viel Crit-Schaden, einfach nochmal 15% mehr Crit-Rate. Jetzt sind wir bei 98% Crit, das ist in Ordnung. Aber jetzt auch nicht so super special. Also, ja, das ist halt eine Crit-Rate. So, wo ist der Damage gerade hin? Haben wir vor, warte, wie viel haben wir jetzt? 89% Crit-Damage. Mit dem haben wir 106%. Ich glaube, Level Cruiser weiter. Vorerst.
Wir brauchen einfach ein ordentliches Jod und ich glaube vorher macht's. Es macht keinen Sinn, glaube ich. Also. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade zumindest der Meinung, es lohnt sich wahrscheinlich nicht. Man kriegt das sowieso aktuell schon mega oft 84% cooler. Also ein Kurator. Also ich weiß nicht, was es gestern war, aber habe ich nicht aufgenommen auf alle Fälle. Gestern haben wir so einen Jester zugeschaut. Der hat den Kurator solo gemacht als 120er Jester. Also, wie gesagt, er meinte irgendwie so halt 100 STA gestattet und hat ihn dann mit, also durch Sackblatt und so weiter halt dann solo gelegt. Also bleiben gar keine Stimme mehr wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, ich habe es sehr eigenartig gefunden, der hat irgendwie bis zu 500 oder 500k oder mehr Crits rausgehauen, obwohl er 100 STA gestattet hat und mit einem LG unterwegs war. Ich weiß es nicht, aber... ich meine, okay, der hat bestimmt ein krasses Equip und so und war halt einfach auch 15 Level über den Mobs, aber... Ich meine, 500k ist halt irgendwie echt eine harte Hausnummer, also... Ich weiß nicht, was ich davon denken soll, aber... Ich find's halt... Ich sag's einfach so, ich find's sehr eigenartig, also... Keine Ahnung, aber es ist sehr, 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 sehr eigenartig. Also wie jetzt auf Swarm Damage kommt, würde mich mal interessieren, aber... Naja, ist halt einfach mal so... Lass mich einfach mal so stehen und jo. Wie gesagt, also ich meine, wir machen aktuell 10k Damage, gut, vielleicht bei ein paar Level drunter mal 25k Damage. Weiß Level nicht welche oder was? Ja, komm. Ja, aber ich meine, auf so einen Damage komme ich niemals. Also vor allem dann auch mit STA und so, also. Ich weiß es nicht. Das ist echt hart. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht, wie das geht. Wie gesagt, Levelope meinte irgendwie so, er hat nochmal am Jester was umgestellt und so. Ich spüre aktuell gar nichts. Also ich mache hier den gleichen Schaden wie vorher. Tja. Was genau ist denn da umgestellt wurde, weiß ich nicht. Aber irgendwas, was uns auf alle Fälle scheinbar nicht betrifft. Also ich würde gerade auch ganz gerne die Mobs irgendwie hier one-hitten oder so, aber... da reicht es bei uns leider noch nicht so ganz. Fehlen noch ein, zwei STR-Punkte. Und vor allem ein Partyfiller. Das ist kaum das größere Problem. Ja, also ich würde es auf alle Fälle hier mal den leveln, dann generell später, das heißt später, nachher dann auch mal, Partyfiller. Kramer. Guten Morgen. Ja, später auf alle Fälle gicken, eventuell auch LG-Waffen farmen. Und die Gigs, was ich gesehen habe, droppen halt einfach auch übertrieben viel Geld, also bis zu 20 Millionen oder so. Für den zweiten Platz. Wer könnte denn mit keinem leveln? Der hat. Was ist denn jetzt? 70. Der ist solo, glaube ich. Bondage ist mit dem. Ringmaster mit Ranger oder? Ringmaster wird kaum eine erste Waffe, das glaube ich nicht. Oh Gott, einen anderen Navy-Typ habe ich erst vorher auch schon gekickt. Shit, dann waren die vielleicht doch irgendwie Pre-Mail oder so. Okay. Gut, ich weiß von nichts. Ich weiß von absolut gar nichts. Ich meine, sowas ist dann natürlich ein bisschen peinlich. Wenn man hier schon wieder anfängt, irgendwelche Leute zu kicken, die hier gerade am Level sind, das ist natürlich echt ein bisschen assi. Das ist
Macht man halt nicht wirklich, also. Aber gut. So, ich überlege gerade, ob ich nochmal schnell lüften soll. Vor allem nur so ein komischer Hubschrauber die ganze Zeit bei uns so drüber. Und da dachte ich mir, wenn ich jetzt aufnehme und die ganze Zeit so ein Hubschrauber im Hintergrund ist, dann ist das auch nicht so geil. Also ich meine, würde man jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, Arma zocken oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, dann okay, ja. Halt nicht im Flight. Ja, da kommt er schon wieder. Ich lerne es zu entfernen, glaube ich nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie groß anfange, die Fenster aufzureißen und so, dann, ja. Könnte das minimal nerven, minimal. Könnten dann kurz bevor wir aufhören mit dem LP auch nochmal schnell zum Kartenumtauschen gehen. Man teilweise 30 oder 38 Karten sogar von einem Ding. Könnte sich eigentlich schon lohnen. Lass uns mal überraschen, aber ich denke mal, vielleicht wenn wir Glück haben, eine Karte so, könnte schon mal rausspielen. Oh, ein S-Protect. Erstmal einlagern. Warte mal, das ist. Haben wir jetzt beim Level vorher angemacht? Vor 12 Minuten sind wir schon. Oh, das ist tatsächlich. Krass. Gut, dann gehen wir mal schnell hier die Dinge umtauschen in Dark and City. Kriegen wir das nämlich mit, bevor der wieder verreckt. Ja. Stehen wir schon fast direkt davor und dann sehen wir trotzdem nicht. So, Firecard. Nope. Nope. Watercard. Nope. Nope. Electric Card. Nope. 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 Schade. Wind Cards. Nope. Earth Cards. Auch wieder nein. Was ist denn das? Dann nochmal die. Schauen wir kurz für Vulcano-Cards. Eine, ne, haben wir auch keine. 4%. Kann man irgendwas anderes machen, bevor man jetzt hier die Lightning Card. Okay, wir bringen Lightning Card. Mal schauen. Nein. Naja, schade. Hätte sein können, dass es glaubt, wäre natürlich jetzt mega episch gewesen und dann irgendwie jetzt noch eine 7% Karte oder irgendeine Light 7% und Vulcano 7% wäre es natürlich übertrieben episch. Aber war halt nicht dabei, leider. Schade. Ja, und danke fürs Zuschauen. Oh. Und bis zum nächsten Live-LP.